Moin Genossen, weiter geht's mit Dark Souls oder WoW Generation Meets Advanced RP, was auch immer. Mir wurde ja gesagt, ich als WoW-Spieler werde nicht mehr die Hälfte von dem Spiel durchspielen. Also, wenn ich als WoW-Spieler zumindest die Hälfte von dem Spiel packe, dann, ja, dann geht die Welt unter. Ja, weil als WoW-Spieler da, ja, da kann man ja nichts anderes spielen, angeblich. Naja, lass mir die Leiche plündern. Menschlichkeit, oh, Menschlichkeit 3. Okay, dann, oh, das ist ein Blutfleck. Ah ja, das ist anscheinend ein anderer Spieler langgelaufen oder gestorben, oh. Hä? Oh, das ist in den Brunnen gerannt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ist da unten ein Geheimnis? Ha. Wie hat es denn gemacht? Moment, kann man da noch, wie kann man da hüpfen? Ja, so war's rein, erstmal einen Heiltrank verschwendet, naja. Ich werde mich nie an die Steuerung gewöhnen. Ah, Gamepad halt, naja. Aber zumindest besser als mit Maus und Tastatur, naja. Wie gesagt, ich bin halt kein Gamepad-Fan, aber naja. Naja, naja. Na, dann gucken wir doch erstmal, was da so auf uns zukommt. Ja. Hohoho. Oh, krrr, krrr. Och nö, Wasser, och nö. Das ist doch sehr verdächtig. Moment noch mal kurz was. Nein, wieder ein Heiltrank verschwendet. Nix. Das ist nix. 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 Ach, da hinten ist ja auch noch eine Treppe. Das ist ja von da gekommen, oder? Hm. Ach ne, da geht's hoch. Da geht's hoch, da geht's hoch. Da geht's hoch. Jetzt müsste doch mal langsam was Gegnerisches kommen, oder? Oh. Ach, da ist der Rabe. Piekt der uns jetzt tot, oder? Hallo? Hallo? Naja, ich glaube, der will mit uns nichts mehr zu tun haben. Denn jetzt, ja, wir haben Schluss gemacht, ich und der Rabe. So ist es halt nun mal. Oh Gott, der bringt uns bestimmt gleich um. Ah, wie rollt man nochmal? Ah ja. Na gut, er bringt uns vorerst nicht um, dann ist ja schon mal ganz okay. So, was alles? Das, der Loot da hinten. Hm. Naja. Ich hoffe mal, dass gleich wieder wegen Action. Oh, das sieht nach Action aus da hinten. Das sieht nach Action aus. Uh-oh.
Oh, der Skelett hat uns gewunken. Ah, wieder verdrückt, ich wollte mich rollen. Oh Gott. Ich wollte doch ich hasse Gamepads. Bin ich jetzt wieder untot, ja. So. Dann nochmal. So, Seele aufsammeln. Oh, Scheiße. Gott, halten die viel aus. Oh Gott. Und gleich drei von denen. Vier. Wie soll das denn schaffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht muss so. Okay, okay, jetzt kommen sie wieder. Vielleicht, wenn ich sie von da aus bekämpfe. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Ach nö. Wieso rollt er nicht? Wieso rollt er nicht? Ich drück doch. Oh Gott, ich werde verfolgt. Ich werde gestalkt. Oh, vielleicht frisst ihr ja da. Jetzt nimm doch. Jetzt, wo ich den Halt nochmal drauf brauche und ich drück, dann nimmt er nicht. Wenn ich aber mal versehentlich drauf drücke, dann nimmt dann sofort. Ja, das. So, nochmal. Nochmal. Irgendwie muss es doch zu schaffen sein. Womit kommen wir dann so einen Sturmangriff machen? Aber ich habe schon wieder vergessen, wie das geht. Naja. Auf jeden Fall ist da oben eine Seele. Auch wenn es nicht viele Erfahrungspunkte sind, 17. Na, vielleicht muss ich ja erst woanders lang. Könnte ja auch sein. Ah, die halten aber auch viel aus. Im Gegensatz zu mir. Okay, okay, nochmal. Oh,
Oder vielleicht habe ich mich ja mal am Anfang schon verskillt und deswegen schaffe ich die nicht. Das könnte natürlich auch sein. Ja, dann schaue ich doch erstmal da lang. Gestenmenü. Ach, hau ab mit deinen Gesten. Oh, 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 was ist denn das? Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Ja. Naja, wenn ich schon die Skelette nicht schaffe, dann hau ich wenigstens die Vasen Astrein weg. Wenigstens etwas. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Da hüpfe ich lieber mal nicht runter. Seele verlorener Untoter. Wozu ist das gut? Gegenstände. Kannst ablegen. Naja, keine Ahnung. So, war das alles, was es da gibt? Wo geht's denn jetzt? Oh, das sind Kisten. Heimkehrknochen. Toll, ich brauche eine dicke Waffe oder eine Arme oder... Morgenstern-Talisman. Oh, oh, das sieht doch schon interessanter aus. Morgenstern 83. Ich glaube, Morgenstern ist gegen Skelette ein wenig effektiver. Zumindest wenn ich das aus anderen Rollenspielen vergleiche. Weil mit Keulen und Schlägerwaffen macht man normalerweise gegen Skelette mehr Schaden. Naja, aber es muss hier ja nicht logisch sein. Kettenlagerfeuer der letzten Rast zurück. Ah, das ist so wie ein Ruhestein bei WoW, der Heimkehrknochen. Okay. Moment, da war doch noch ein Talisman. Da. Talisman. Wo kann man den anwählen? Talisman. Ich habe ein Talisman aufgenommen. Wo ist der? Ah, vielleicht da oben. Schlüssel. Talisman Fetzen. Ist das eine Waffe? Waffe kann mit aktuellen Werten nicht effektiv genutzt werden. Naja. Ah, da haben wir ja noch eine Kiste. Aha. Aha. Bossener roter Augapfel. Sag mal, was geht denn jetzt? Invasion einer anderen Welt.
Ich glaube, das hat irgendwas mit Multiplayer zu tun. Geh weg, Menü. So. Kisten sind leer. Und da geht's raus. Ja, okay, noch eine Kiste. Oh, da unten ist der Friedhof. Och, nö. Talisman. Blockiert bedingt Estus-Regeneration. Estus. Wer ist denn der Herr Estus nochmal? Hallo. Hallo. Okay. So, blocken, angreifen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich höre sie schon. Ah. Ah, mit dem Morgenstern kann man die Skelette besser zerschmettern. Oh Scheiße, jetzt habe ich was Falsches benutzt. Genau, dich wollte ich. Also mit dem Morgenstern kann man die Skelette besser zerschmettern. So. Oh Gott, ich drück doch auf Rollen. Ja. Das war's dann doch schon wieder. Oh Gott, jetzt sind wieder alle Gegner da. Oh Gott. Jetzt, wo ich mal zwei geschafft habe, jetzt sind wieder alle da. Ach nö. Genau, und mein Ziel liegt genau da hinten. So ein Scheiß. Oh Gott, jetzt kommen alle vier. Komm, Baby, komm, Baby. Toll. Ja, jetzt habe ich mich gefreut. Ja, toll, jetzt geht's weiter. Ist da noch was? Ist da noch was? Ja, eine Brandbombe, aber... Hm. Kann ich die Brandbombe nicht ins Quick-Menü legen? Hä? Hä? So. Ah, okay.
Bombe, ja. Jetzt werde ich wahrscheinlich die Brandbomben alle erstmal unnütz verschwenden. Und dann werde ich doch noch wieder sterben und dann sind wieder alle Gegner da. So, das habe ich mal ein paar Erfahrungspunkte wieder ein. Ach so, waren ja, ich hatte ja keine mehr. Ja, tolles Schild. Viel Erfolg. Hä? Viel Erfolg. Aha, aha. Ich bin gerade völlig demoralisiert. Weil selbst wenn ich die Skelette unten schaffe, dann hau mich halt gleich den nächsten um und dann sind sie wieder da. Oh.